So, ihr wollt auch diesen coolen Roboter haben, meine lieben Freunde in Biomutant, dann erfahrt ihr jetzt heute hier in diesem Video, wie ihr ihn bekommen könnt, wo ihr ihn bekommen könnt und welche Vor- und Nachteile er mit sich bringt. Das klären wir im heutigen Video, aber bevor ich euch jetzt quasi die Location zeige, einmal ganz kurz zu den Vor- und Nachteilen. Und zwar ein Vorteil ist natürlich bei diesem Roboter, in Zonen, wo es kaum Luft gibt, ja, so wie hier zum Beispiel, ihr könnt atmen. In diesem Roboter bekommt ihr ganz normal Luft. Er kann auch schießen. Was ist das jetzt? Achso, das ist mein kleiner Helfer. Ich dachte hier gerade schon, weil mein Controller vibriert. Ihr könnt atmen. Wenn ihr natürlich aussteigt, ihr seht oben rechts, CO2 geht runter. Wenn das bei 0 ist, dann zieht euch das ganze Leben ab. Habt ihr kein Leben mehr, dann seid ihr am Sterben. So, sobald wir jetzt wieder einsteigen, sehen wir, dass sich unsere Atemluft wieder regeneriert und alles ist cool. Wir können hier auch ganz normal schießen und das Coole ist natürlich, der Roboter ist auch hier ganz normal als Reittier gelistet. Das ist der Mektron. Ist auf jeden Fall eine sau coole Sache. Den bekommt man natürlich im Zuge einer Quest. Und wo wir diese Quest finden und wie wir sie machen müssen, das zeige ich euch jetzt. Und damit heiße ich euch natürlich recht herzlich willkommen, liebe Biomutant-Freunde hier auf meinem Kanal. Und wie immer gilt die Regel, wenn euch das Video geholfen oder gefallen hat, dann dürft ihr mir ein Däumchen da lassen, natürlich auch ein Abo raushauen und die Glocke aktivieren, so bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Und wenn euch was auf dem Herzen liegt, dann schreibt es mir in die Kommentare, lese ich mir verdammt gerne durch. Okay, wir machen jetzt eine Schnellreise und dazu müssen wir jetzt hier aussteigen. Und wir brauchen diese Location, der Tackerhof, der ist natürlich links von Ziegelstadt, da kommt man ganz am Anfang hin. So, da machen wir jetzt eine Schnellreise hin. Und dort ist es halt eben so, wenn ihr zum Tackerhof kommt, dort sind dann natürlich auch Gegner, die müsst ihr erstmal bekämpfen, die müsst ihr alle erstmal erledigen. Und dann öffnet sich hier dieses Tor und durch dieses Tor können wir dann durchlaufen. So, dann können wir hier mit dem Fahrstuhl interagieren. Fahren einmal ganz kurz nach unten. So, kommen hier raus. Und dann steht hier dieser gute Mann. Und dieser gute Mann, der wird uns dann eine Quest geben. Die Quest habe ich persönlich schon erledigt. Ich werde euch aber den Durchlauf zeigen, wie das funktioniert. Mit dem müsst ihr euch unterhalten. Der gibt euch dann eine Quest. Und der Roboter, der Mekton oder wie der heißt, der steht normalerweise hier. Und ihr sollt Schrottteile sammeln. Und hier ist ein Gebiet, ihr bekommt hier keine Luft. Und da müsst ihr dann auf jeden Fall hier durchlaufen. Ich zeige euch den Weg trotzdem einmal. Das ist ja das Schöne hier an Biomutant, dass man quasi hier die Locations besuchen kann. Dann müsst ihr hier überall die Teile sammeln. Die sind dann hier alle so aufgelistet. Hier können wir dann auch wieder atmen. Hier kriegen wir auch wieder ganz normal Luft. Ja, dann führt uns das Ganze hier so durch. Ihr müsst dann halt immer gucken, wo ihr was looten könnt. So, hier geht es nicht mehr weiter. Dann können wir hier hochklettern. Zack, einmal hier Stockwerk hoch. Dann befinden wir uns hier. So, und auch wieder alles looten. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo die ganzen Loot-Locations waren, die man braucht. Also ich glaube, den Schrank hier konnte man dann auch noch looten. So, und zwar da hinten befindet sich ein LKW und dort seht ihr auch gleich schon eine Kiste, die wir looten können und müssen. Und dann müssen wir direkt dahinter. Das Problem ist, wir müssen jetzt über ein Seil balancieren. Dort bekommen wir allerdings keine Luft. So, das machen wir jetzt ganz einfach so. Ich bin mit Anlauf, naja, eigentlich hätte das klappen sollen. Zum einen bin ich mit Anlauf auf das Seil zugerannt, bin dann ein Stück vorgesprungen. So, dann bin ich hier rüber, habe diese Kiste gelootet und dann im Laufschritt, im Sprint einmal hier rein. Hier kriegen wir wieder Luft. Dann haben wir hier eine Kiste, die müssen wir looten. Dann ist die Quest eigentlich auch schon beendet. Dann sollen wir wieder zurück zu dem guten Mann hin. Da können wir dann zum Beispiel hier hoch. Irgendwie war das hier doch. Na, wo war das? Das ist halt hier irgendwie so eine richtig blöde Stelle. So, jetzt hat Hammers. Und dann. Ah! Oh, jetzt wäre ich hier fast gestorben. Und hier dann über dieses Seil. Einfach wieder zurück. Und dann könnt ihr da wieder hoch. Und die Quest bei dem guten Mann abgeben. Und dann habt ihr auch eigentlich schon euren Roboter. Das war dann auch schon das ganze Hexenwerk, meine lieben Freunde. Und in diesem Sinne danke ich euch jetzt recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Guten Loot, macht nicht so viel Blödsinn. Wir sehen uns im nächsten Video. Servusle und ciao.